Einmal können wir jetzt halt hier durchlatschen. Ne? Alter! Alter! So, Tür zu. Hier hat mir übrigens schon wieder schön Vogel drauf gekackt. Ja, Leute, wir befinden uns hier auf der Palme. Und zwar, wie ihr hier nämlich erkennen könnt, wir haben hier eine G-Klasse. Umgebaut komplett von Mansory. Den muss ich euch jetzt halt hier auf jeden Fall mal zeigen. Denn ich bin gemeinsam unterwegs mit dem Sohn von Mansory. Und da hinten soll es dann gleich ein Auto ankommen, beziehungsweise der ist aufgeladen. Es muss etwas extrem Spezielles sein. Ich habe das Auto nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, um was es sich handelt. Es soll anscheinend etwas sehr Extremes sein. Aber währenddessen wir hier jetzt halt warten, ich will euch da natürlich gemeinsam mitnehmen, wenn das Auto abgeladen wird und so weiter, weil ich bin mal echt gespannt, was das sein soll. Aber in der Zwischenzeit zieht euch mal hier die G-Klasse nochmal rein. Also ich meine, komplett umgebaut von Mansory, 900 PS, allein hier schon wieder diese Motorhaube. Das ist sowas von heftig. Alles komplett aus Carbon. Das Ding ist sowas von höllisch laut gewesen, als wir hier gerade durchs Tunnel gefahren sind. Aber ja, also das steht hier schon richtig, richtig heftig da. Und ja, ich würde sagen, wir warten jetzt noch mal ein paar Minuten ab. Also anscheinend in 5 Minuten soll der Transporter da sein. Und ich bin mal wirklich gespannt, Leute, was da auf uns zukommen wird. 4 bis 6 Wochen später. Da ist was angekommen. Alter Schwede, was zum Teufel soll das denn bitte sein? Also ja, ist ein Lamborghini Urus, aber da fehlt eine Tür. Was? Alter! Leute, was? Was soll das bitte sein hier? Da wird er abgeladen. Hier haben wir auch mal ganz entspannt noch einen Urus. Da sehen wir mal jetzt den Unterschied. Zieht euch das mal rein. Hier haben wir einen normalen Urus. Und dann, Leute, zieht euch mal diesen Größenunterschied rein. Alter, ist das übel. Da denkst du echt, hier der normale Urus ist ja schon krass. Aber, boah, ey. Also, ich muss mir das jetzt gleich erstmal erklären lassen, ne? Was das hier überhaupt ist, aber Alter, wie laut ist der bitte? Alter, okay, hier steht irgendwas mit 900 PS drauf, Venatus Evo C. Alter, ist das heftig. Also, ja, wir fahren jetzt das Auto mal raus und dann schauen wir mal, was das hier überhaupt sein soll. Jetzt haben wir ihn hier in voller Pracht. Lamborghini Urus von vorne. Ist schon heftig mit Mansory-Umbau, ist eigentlich schon Endstufe. Aber jetzt Leute, jetzt gehe ich mal hier zur Seite rüber und jetzt zieht euch das mal rein. Ist das völlig, völlig verrückt, was Mansory hier für einen Aufwand betrieben hat. Und zwar einfach die hinteren Türen sind nicht mehr da. B-Säule ist um 20 cm nach hinten gerutscht. Jetzt muss ich mal hingehen, damit ich mich auch ja nicht verspreche. Und zwar nennt sich das Ganze hier Venatus Evo C. One of one, Einzelstück und hier Namensprogramm, Coupé-Version. Ich gehe nochmal zurück. Alter, das ist, Leute, das ist sowas von crazy. 24 Zoll Felgen und ihr seht, was wir hier schon wieder an Carbon verbaut haben. Die komplette Motorhaube, die komplette Front, einfach alles, egal wo du hinschaust. Und dann eben hier diese spezielle Carbonstruktur, auch von der Lackierung her. Wir haben eine Mattlackierung und wenn du nämlich genau hinschaust, du hast immer dieses lila, blau, wieder auf lila übergehend das Ganze. Auch wenn wir jetzt nach hinten gehen, klar, ihr kennt meine Meinung dazu, das ist Geschmackssache. Für mich passt hier kein Spoiler auf einen Lamborghini Urus drauf. Aber wie gesagt, das feiern hier ganz, ganz viele Leute. Und wenn wir hier auch schauen, der Diffusor komplett in Carbon. Das finde ich ja schon wieder so geil. Dreiflutige Abgasanlage. Und dann auch wieder die ganzen Details hier mit dem blauen Streifen. Das sieht echt, das sieht sowas von heftig aus. Und ich meine, wenn wir jetzt mal von der Seite schauen nochmal, wie gut Mansory das gelöst hat, hier, wie breit das Ganze hier geworden ist, das ist schon wirklich übel. Das ist schon richtig, richtig crazy hier mit den Flaps und alles. Also, boah, da musste ich, also ich weiß echt gar nicht, Leute, wo ich als erstes hinschauen soll. Wenn wir jetzt auch den Innenraum mal kurz anschauen, und da ist schon wieder einfach, was Mansory hier an Arbeit leistet. Diese ganzen Steppungen, die ganzen Nähte, hier in dem ganzen Blau, schön das Carbon, auch hier ganz andere Struktur. Allein schaut mal her, Leute, die Fußmatten. Wie verrückt ist das bitte? Hier das Lenkrad, auch hier wieder. Boah, das, ich traue mich das gar nicht anzufassen, Leute. Oben hier ist der Startknopf. Ach krass, schaut euch das mal an. Ist halt einfach auch hier alles beleuchtet. Und dann hier Coupé-Version. Machen wir einen Sitz nach hinten. Und da das.
Also das ist schon wirklich heftig, Leute. Also ich meine, klar, das braucht hier eigentlich kein Mensch, aber es ist halt einfach geil. Und Mansory zeigt halt einfach wieder, was die hier für Arbeit leisten. Wir sehen hier übrigens da hinten, ist ein normaler Urus. Und da sehen wir auch nochmal den Unterschied. Jetzt zieht euch das mal rein, wie lang diese Tür ist. Das ist schon wirklich verrückt. Und was ich euch auch noch zeigen muss, also wir dürfen anscheinend das Auto jetzt gleich ein paar Meter fahren. Hier sehen wir ihn nochmal. Weil das ist verrückt, wie klein auf einmal ein normaler Urus aussieht im Vergleich zu hier. Und was ja auch ganz wichtig ist, P900, Leute, bedeutet, wir haben hier 900 PS am Start. Und ja, wie gesagt, wir dürfen jetzt anscheinend ein paar Meter fahren. Es ist ein Einzelstück. Ich meine, preislich, man kann keinen Preis nennen. Mir wurde leider nicht gesagt, aber mir wurde so viel gesagt, man kann so um die 4 bis 5 Urus daneben hinstellen, was hier dieses Einzelstück kostet. Und ja, dementsprechend fahren wir auch wirklich nur ein paar Meter, einfach für den Sound, einfach nur ein bisschen für die Erfahrung. Und ja, ich würde sagen, wir reißen jetzt ein bisschen auf. Also, yalla, Abfahrt. Dann sitzen wir jetzt hier drinnen und jetzt ist mir das erst aufgefallen. Zieht euch mal diese Schaltpedals rein. Ey, diese Verarbeitung, das ist, also ohne Scheiß, Leute, das musst du wirklich Mansory lassen. Natürlich ist das hier Geschmackssache, aber also hier jetzt den Innenraum, ich feiere ihn. Ich feiere ihn in dem Blau mit den weißen Nähten. Und einfach von der Qualität her ist das sowas von verrückt. Hier übrigens wurde mir jetzt gerade in die Hand gedrückt. Das ist hier diese Klappensteuerung. Erst einmal muss ich mich natürlich jetzt halt hier anschnallen. Das ist das Wichtigste. Wir können jetzt hier 2-3 Mal auf- und abfahren. Einfach nur, ja, um ein bisschen so den Sound miteinander genießen zu können. Denn wir machen mal hier das Fenster runter. Die Klappe ist jetzt aktuell zu. Jetzt machen wir mal hier die Klappe auf. So, das ist... Alter, wie crazy ist das bitte? Nochmal, zu. Okay, zu ist total tiefenentspannt. Eins ist offen. Alter, willst du mich? Okay, das sind halt einfach nur ganz entspannte 3.500 Touren. Übrigens, Leute, hier, das ist der Schlüssel. Schön lackiert, wie das Fahrzeug. So, jetzt fahren wir hier rückwärts und wir fahren hier wirklich ganz sachte, Leute, weil das ist ein Einzelstück. Wir müssen extrem, extrem aufpassen. Ja, also wirklich ganz langsam hier starten wir hier, weil wir wollen hier nichts, wir wollen hier nichts kaputt machen. Ne? So, wichtig ist aber natürlich, wir wollen hier in manuell gehen. Dann fahren wir jetzt mal hier entspannt los. Wir machen die Fenster noch ein bisschen runter, würde ich sagen. Alter Schwede, ist das Ding laut! Was zum Teufel ist das denn? Boah, wie du die Lader hörst, das ist halt krass. Wir haben natürlich deutlich größere Lader. Ja, nicht umsonst haben wir hier 900 PS. Ist das verrückt. Alter, ist der Sound crazy. Jetzt schalten wir mal hier einen zweiten Gang hoch. Boah, das ist halt einfach nur Gas angetippt. Das ist nur Gas angetippt. Ist das crazy, Leute? Alter! Ey, das ist... Also ich meine, klar, natürlich, ich würde jetzt mit euch hier deutlich, deutlich länger fahren. Aber ich meine, wir müssen es wirklich respektieren, allein hier überhaupt die Gelegenheit vom Mansory zu bekommen, dass wir das Auto hier fahren dürfen. Und aus Versicherungsgründen, dass ich hier überhaupt alleine fahren darf, ist ja schon wirklich ein großes Thema. Aber wir können jetzt trotzdem hier, einmal können wir jetzt halt hier durchlatschen. Alter, Alter. Also du merkst, im ersten kommt noch nicht viel. Ist das krank. Also Sound ist aber mal wirklich Endstufe. Und von der Leistung her merkst du, erster Gang ist gedrosselt, aber im zweiten geht dann erst, Alter, und da merkst du, zweiter Gang, da kommt die Leistung. Da kommt richtig die Leistung dann. Alter, ist das verrückt. Also einmal fahren wir jetzt nochmal auf und wieder zurück. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, Leute, reicht mir das, weil ich will hier wirklich nichts
nichts kaputt machen. Ich muss jetzt noch mal kurz aussteigen, weil das ist wirklich verrückt. Das ist einfach nur ganz normal im Stand, wie laut dieses Ding ist. Ah, das ist ja brutal. Das ist brutal. Also komm, wir steigen wieder ein und auf geht's. So, einmal fahren wir jetzt noch mal hier hoch. Rechts kommt keiner. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt komm, wir latschen jetzt hier noch mal einmal. Einmal latschen wir jetzt hier noch mal durch, würde ich sagen. Alter! Das ist sowas von verrückt. Weil, boah, du merkst hier ab 4.500 Touren durch die großen Lader, untenrum kommt noch nicht viel. Aber dann kommt hier richtig Leistung. Brutal. Einfach nur brutal. So, hier nochmal. Erster Gang, erste Welle. Und nochmal durchlatschen. Alter. Okay, Leute. Das reicht mir wirklich. Das ist ein absolutes Monster. Ein absolutes Monster, was Mansory hier geschaffen hat. Und ich meine, hier jetzt zum Abschluss nochmal. Es ist ja nicht nur, dass Mansory von außen hier Hand anlegt, sondern wirklich in den Raum und jetzt hier daraus eine Coupé-Version geschaffen hat. Das ist halt einfach nur, da fehlen dir komplett die Worte. Wir fahren nochmal hier ein bisschen zurück, weil wir wollen nicht, dass hier irgendjemand gleich die Front mitreißt. Also um hier zum Abschluss vom Video zu kommen, also erstmal ein Dankeschön an Mansory, dass wir hier das Auto filmen durften, ne? Dass ich das Auto hier fahren durfte, euch da mitnehmen durfte. Und ich hoffe, Leute, euch hat das Video gefallen. Also für mich nochmal zum Abschluss, was Mansory hier auf die Beine gestellt hat. Ich meine, die haben schon immer extreme Umbauten gemacht. Und ja, wir haben das im letzten Video ja miteinander schon gesagt, das ist Geschmackssache. Definitiv, es gibt viele Leute, die feiern das. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, nee, das ist ein No-Go. Für mich ist es wirklich, es gibt ein paar Modelle, wo ich sage, nee, grenzwertig. Aber hier jetzt hat ein Urus auf Coupé-Version umzubauen. Und das wirklich, wirklich geil gemacht, auch Innenraum und alles. Wie gesagt, fehlen mir komplett die Worte und ich würde sagen, zum Abschluss kommen. Wir geben hier einmal noch mal kurz Standgas. Ja, und dann, Leute, bin ich raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.